entlören hier. Entlören? Entlören. Aber ich habe irgendwie so die Befürchtung, wir könnten doch mal ein wenig mehr Platz gebrauchen hier. Bezüglich. Ja, wir brauchen auch mehr Schränke. Das meine ich damit, ja. Ich hol mal eben was zu trinken. Ja, mach das, mach das. So, die kann weg, die kann weg, das kann weg. Das behalten wir. Wieso habe ich eigentlich so viele Flaschen? Weil du so viel Bier gesoffen hast? Nee, nein, 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 nein. Ich meine hier diese Lederbeutel, diese Trinkbeutel. Ich habe jetzt damals einfach welche gegeben habe und du hast sie alle mit großzügigen angenommen. Großzügigkeit angenommen, ja. Ja. Drinkwater, achso, da kann ich bloß von der anderen Seite ran. Da packe ich dann nämlich welche rein. In den Outtakes. Ja. Losty, haben wir noch einen Trike in der Base, der unbenannt ist? Ein Trike ja. In der Base? So, nee, ich tame gerade ein. Okay, weil Ruff schreibt, der Trike in eurer Base kann doch Horny heißen. Der heißt also Trike, genau. Ich schreibe dir, weil Losty meine Nachricht nicht sieht. Okay, sorry. Ja, ich schau da gerade kurz drauf. Achso, ich muss mich noch. Vorhin gab es einen Server-Crash, ganz kurz. So, wie soll jetzt der heißen? Ian? Horny. Oder Horny. Horny. Mit Y oder mit IE? Mit Y, ne? Horny. Mit I. Mit I einfach nur. Einfach mit nur I. Horny. Einfach nur I. Horny. Horny. So, haben wir. Ich weiß nicht, woran du jetzt wieder denkst, aber... Noch nicht die richtige Zeit für Horny mit Y. Das steht. Okay. Dann nennen ihn einfach Horny mit EY. Horny, genau. Nee, Horny habe ich jetzt mit einfach. Nein, mit I. Horny. Was hat er nochmal gerade geschrieben? Horny. Homie steht da. Horny. Horny. Das steht doch in R. Ich bin Homie. Da. Ich bin wieder da. Ja, so viel dazu. Also, Fauli braucht jetzt auch langsam schon eine Brille. Aber ein Faultier mit Brille sieht bestimmt geil aus. Ein Faultier mit Brille. Immer machst du dich lustig über mich. Ich mach mich nie lustig über dich. Wie sollte der Stego heißen? Für den Stego. Hier, genau. Kisala. K-I-S-A-L-A. Kisala. Nicht Kassala, sondern Kisala. Also nicht Kassler, also nichts zu essen. Nee, kein Kassler. Okay. Kassler ist aber lecker. Ja. Ja, so ein Stego ist bestimmt auch nahrhaft. Nahrhafter Stego. Ist ja doch eine Menge dran, ne? Hat jemand Hunger? Stego, hier, bitte. Ich. Ja, nun ist mal gut, Jungs. Nun ist mal gut. Bleibt doch mal locker, Freunde. So, ich glaube, du dürftest mal wieder... Ich glaube, dir falle ich mal die Bärchens rein hier. Na, guck mal. Ein Ei. Wieso hast du denn das Schwein direkt auf den Dilo gesetzt? Der tut mir jetzt ja richtig leid. Der wollte das so. Ich konnte es nicht ändern. Ah ja, sorry. Okay. Wenn du das sagst. So, ich komme dann mal zurück. Bring den Stego mit. Dass ich lebendig komme. Dass ich lebendig kommst. Okay. Dann mach das. Jo. Ey, das Gewitter sieht nur episch aus hier, ey. Ja. Also da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Also nachts ist das ja noch spektakulärer. Zeig das doch mal in der Nacht. Mach mal ein Vote Night. Warte kurz. Ciao, Jonas. Ciao. Gute Nacht. Ciao, Jonas. Yay. Ja, jetzt ist natürlich der Kracher. Ne? Das ist genial. Ja. Das ist absolut geil. Und dann auch von wegen die ganzen... ja, ich weiß nicht. Diese Pixel, das sind doch hier... wie heißen die noch? Glühwürmchen, ne? Glühwürmchen, obwohl die eigentlich bei Regen nicht da sind. Naja, okay.
Das ist schon geil. Hier und da hinten der Blitz. Wahnsinn. Also wenn das nicht geil gemacht ist, dann weiß ich es nicht. Das ist Hammer. Sehr, sehr cool, oder? Ja. Der Stego ist nicht der schnellste. Also es sieht einfach nur geil aus. Okay, jetzt haben wir es gezeigt. Okay, das war's. Wir machen das Wetter aus und wieder Tag. Nee, war bloß Spaß. Eigentlich. Ich vote nicht mit. Haha. Es bleibt Nacht. Den Megamörser. Den kannst du, Waldfee. Bomo? Ja, was damit? Ach, wieso schreit. Doch, blöd, ey. Hä? Ich hab mal gar mal in den Chat geschrieben. Ey, das ist doch so genial. Stark. Ja, ich muss gar mal anmachen, sonst siehst du im Stream nichts mehr. Das ist, Komm, sobald wir wollten wissen, Frage, wo man den Megamörser herstellt. Am Megafabricator. Am Megafabricator war das, genau. Alles, was von unserer Mod ist, Megafabricator. Dankeschön, iDelux. Dankeschön. Wir geben uns große Mühe. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Zum Stream ist der Tag schon besser. So, also ihr votet jetzt doch wieder den Tag, ja? Ja, komm. Sind wir mal. Ja, guck mal, ich werde ja gar nicht mehr gefragt. Ist ja schon da. Ist ja schon da. Jetzt kann ich wieder Gamma zurückstellen, weil sonst ist es zu hell. So, alles gut. Deswegen findest du nie zurück. Ach so, weil ich so dunkel habe, meinst du damit? Nee, weil du zu viel Gamma, da ist alles zu hell. So. Und jetzt, wieso kriege ich denn bloß 39? Okay, ja, stimmt. Nee, warte mal. Ich jetzt. Doch, das passt. Das 5 Narcotics gehen oder? Auf ein Gammelfleisch, oder? Wie war das nochmal? 5 ja. Narcoberries auf ein ja. Gammelfleisch. Ja, ja, ja. So, ja, du ja, hattest ja, ja. doch, in der. Im Höllenkopf hattest du doch. Auch ein Portal gesetzt, ne? Devil Island, oder wie ich. Devil Island, ja. Genau. Da muss ich jetzt mal rüber. Nimm einen Vogel mit. Nee, ich gehe ohne Vogel. Ach nee, stopp! Ich hätte doch. Du musst den Vogel mitnehmen. Ja, stimmt. Weil da kann ich ja rüberfliegen und kann das andere auch noch leer machen, ja, oder? Yep. Genau. Sehr gut, dass du mich erinnerst. Danke, Foley. Dann lass uns doch alle mitkommen. Oder? Ja, kann ich nicht. Kann ich nicht. Der Trike ist noch nicht fertig. Ja gut, ich muss den Stego erst noch zurückbringen, aber der ist so lahmarschig, das dauert. Okay. Ich bin schon fast bei der Base. Ich sehe sie schon. Okay, hier bin, ist alles ja, ruhig. Das ist wie in Star Wars. Bin schon fast da. Naja, ich meine, ich habe ja gesagt, ich sehe die Base schon. Und ich meine, Fauli, wenn ich dich hier rennen sehe, kann ich nicht mehr allzu weit sein. Wieso? Aber wie gesagt, ich bin noch gar nicht da. Wer rennt hier dann nur rum? Gallimimus, ja, Schoko. Ach, du Knaller! Schoko, der ist. Verstecken. Der ist total cool, das stimmt. So, vor allen Dingen können wir da zu dritt drauf sitzen. Das ist total geil. Oh, ich kann dich nicht. Warte mal. Werden wir mal schauen, dass wir gleich noch einen zu packen kriegen. Gallimimus ist cool, das stimmt. Der steht auch noch auf unserer Liste. Na, Pauli, was los? Um diese Zeit schlafe ich immer sonst. Aber. Uah. Was willst du denn hier? Hallo? Ey, so eine. Blöde Beutelratte hier, ey. Ich fass es ja nicht. Das glaube ich ja nicht, ey. Jetzt habe ich es hier mit Harold Faltermeier zu tun. Okay. Olli, ich such den Stego gerade. Der ist hinter dir. Ach, hier ist er. Ich hoffe jetzt mal so ein Blödsinn zu machen. Wieso? Du ja, Leka, vielen, angefangen. Vielen Dank.
Vielen Dank, das gefällt mir auch. Das gefällt mir auch. Diese Zeit schläft er sonst immer, aber es ist so aufregend. Kann nicht schlafen. Sehr schön. So. Ich lasse den Stego erstmal vor der Base stehen, sonst der ist ja größer als das Haus. So. Ja, auf C weiß ich, Gimbel. Das ist auf C, aber dann ist auch die Stamina extrem schnell weg. Und wenn du dann mal einmal nicht richtig triffst und du stehst dann unten, dann hast du einen riesen Nachteil. Von daher gesehen bin ich mit der C-Taste, wenn die Pteranodons noch nicht so viel Power haben, bin ich immer ein bisschen vorsichtiger mit. Hat die Erfahrung gezeigt, dass das ganz schön kacke sein kann. Fällt gerade auf, du hast den Stream von mir gar nicht drin. Oh. Nee, den haben wir schon wieder vergessen. Hast du mir aber auch nicht dran erinnert. Warte mal gucken, wie lange es dauert, bis du dran daran denkst. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, sag das mal so. Oh, ey, hier oben ist ja noch ein alter Schwede. Hier oben sind wir noch gar nicht gewesen, weil wir noch keine fliegenden Tiere hatten, ne? Ja, du musst noch aufpassen, dass du nicht überladen nicht zu viel drin hast. Also hier oben ist rappelvoll, ey. Aber ehrlich. Oh! Man will sie nicht schlagen, ne? Hast du schon wieder. Oh, hier ist auch Kristall, ne? Könnte sein, ja. Den Smitty. Ne, für Smitty brauchst du schon Metal Ingot. Da brauchst du 5 Metal Ingot für den Smitty. Rough. Haben wir eigentlich schon eine Sense? Wer bitteschön legt Thatch und Holz in unseren Preserving Bin? Der Mega Generator, du meinst den Mega Fabricator und den normalen. Der Mega Fabricator. Nee, den Generator gibt's auch. Der Mega Generator ist. Soll später dafür sein, dass man auch ohne weit Kabel zu legen. Ah ja, okay, das ist ja. Strom übertragen kann. Im Mod. Ist ja die Ausbaustufe. Im Modding Tool. Funktioniert das Ganze? Warum es im Spiel nicht funktioniert, das weiß ich jedoch noch nicht. Da muss ich aktuell noch ein bisschen dran arbeiten. Also bei Mod-Fragen immer bitte an Como wenden. Como fragen. Mortal Como. Mortal Como, genau. Eigentlich hätte ich jetzt so ein Kartusch kappen müssen. Meinst du so eins? Mal schauen, ja. Genau. Aber weißt du, was da danach auf einmal ruhig war? Wäre auch sowas ganz cool gewesen dann. Spielkinder. Ja, genau. Ja. So soll's sein, sonst hat man ja keinen Spaß, oder? Kein Spaß. So, zirpende Grille. So. Speedsau. Okay, in Galimi muss Speedsau nennen. Das wäre natürlich was. Speedsau, ja, das Ding ist aber auch schnell, oder? Sind nicht gerade. Speedy Gonzales, ja, wäre auch cool. Also hier oben ist ordentlich was an Kristall, Metall. Ist wirklich alles Metall mögliche. Auch? Ja, Metall, Kristall. Nein. Ja, sicher, sicher. Sicher. Speedy Gonzales. Arriva, arriva, andale. Ich komm gleich zu dir, also wenn du... Vielleicht ist da nichts mehr. Ja, das befürchte ich auch. Nein, nee, hier ist noch genug. Also ja, ich werde definitiv nicht alles mitbekommen. Das kann ich dir so das schon wissen sagen. Das wissen wir, aber es geht ja um die Sachen. Kristall. Ja, genau, Leka. Der Como ist am Modden. Ja. Modder-Como. Der Modder-Como.
So, mal sehen, wie es jetzt vogelmäßig aussieht, ob der noch fliegen kann mit mir. Okay, das sieht hier noch alles ganz cremig aus. Sicher, also wir können noch einen Metallstein können wir noch Lossiflyer und dann müssen wir uns auf den Weg machen. Genau, da muss es wieder zurückgehen und dann kann ich dieses Gate bauen. Das ist also, das wird bestimmt geil. Das ist ja in der Größe von so einem Biomoss, ne? Meine ich. Cool wäre das natürlich auch, wenn wir dann schon die Zäune könnten, diese Elektrozäune. Aber naja, wir wollen mal nicht übertreiben. Richtig? Richtig. 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 Okay, jetzt wird schon ein bisschen. Ja, jetzt lassen wir es mal so. Jetzt werde ich das Tor hier anstellen und dann bin ich mal zurück. So. Ach, Mann, wer kommt denn jetzt? Das ist jetzt das Ding auf und Komo ist da. Ja. Hier, nee, Deadman ist da. Oh. Gut. Kann ich das jetzt hier auch Force beenden? Ja, Force Disconnect kann ich auch machen. Force Disconnect, please. Ich wollte nur ein bisschen einsammeln. So, und wo haben wir denn jetzt hier? Paradise Island ist das, ja. Da geht's dann zurück. Ui, hier ist ja richtig viel Metall. Da ist er wieder. Da ist er voll gepackt mit Metall, voll gerotzt bis oben hin mit Metall. So. Aber dafür bin ich noch ziemlich schnell irgendwie, ne? 580 Metall habe ich jetzt. Ich glaube, da muss ich nochmal rüber. Nee, hier ist ja auch noch Metall drin. Hallo, 400... Hä? 485 Metall ist ja auch noch hier drin. So, 1025 Metall haben wir da jetzt drin. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, das ist doch eine Hausnummer. Hast du denn schon mal im Schneebiom geguckt? Im Schneebiom? Nee, da habe ich noch nicht geguckt. Das ist mir auch im Moment zu kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss da aber noch hin. Gucken kannst du ja mal. Jo, gute Nacht, Licker. Ciao, Licker, ciao. Bis denn. Ciao, ciao. Gute Nacht, Licker. Ciao, ciao. So, Genau, Stein nehmen wir das mal wieder alles raus, weil so viel Spark Powder brauchen wir auch im Moment noch nicht. Denke ich mal. Oh, Spark Powder kann man immer gebrauchen. MacBubble! Ja. Moin Moin! Willkommen! Hallo MacBubble! MacBubble, hey ho! Ja, MacBubble könnte das auch heißen. MacBubble, MacBubble. Bubble. MacBubble, Fisibubble. Ah, Fisibubble. Ja, kennst du Fisibubble? Ja, natürlich kenne ich Fisibubble. Leg dich nicht mit die Sohan an. Genau. Fisibubble. Toller Film, kann ich euch echt empfehlen. Ja, ich finde den auch witzig. Ich finde den auch witzig. Ich meine, ich habe ihn auch gesehen, das ist aber schon eine Weile her und ich könnte nicht mehr daraus zitieren. Fisibubble vergisst man aber nicht. Fisibubble vergisst man nicht. So. Mal schauen. Deadman, wie viel kriegst du da denn jetzt weg? Kann man die ja nicht greifen? Ja, so ein bisschen was muss ich schon hier lassen. Nitram, ja, da, eine Stack-Mod ist uns auch mit drin. Alles, was an Grundressourcen hast, ist da auch deutlich erhöht. Zehnfache Größe des Decks und die Grundressourcen okay, wiegen nur ein Zehntel, dass man ein bisschen mehr mitnehmen. Also bei Holz und Stein hast du 1000er Stacks. Also ich dürfte etwas über 400 Metall mitbringen, ungefähr. Okay, da hinten ist jetzt ein Gallimimus. Ich versuch den mal.
sind gar nicht so einfach, ne? So, das kommt wieder auf den nächsten Zettel. Sind dann ziemlich schnell, ne? Ja. So, jetzt kommt das Interessante, der WLAN-Strom. WLAN-Strom. Das ist ja eh schon geil, oder? Wo ist die Hektikbeule abgeblieben? Da vorne. Hektikbeule? Ja, der ist voll hektisch. Der, weißt du, der hat einen Pfeil abgekriegt und jetzt meint er hektisch sein zu müssen. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Hm? Ja, Mia, wir haben eine kurze Erkundungstour gemacht, haben den Streichelzoo getamed. Und der ist aber jetzt schon wieder weg. Der ist jetzt schon wieder weg, ja, genau. Der Streichelzoo ist schon wieder weg. So, und ich merke auch, dass die Musik gerade weg ist. Warum auch immer. Kann nicht verbinden. Okay. Warum kannst du nicht verbinden? Das ist ja seltsam. War vorhin auch schon. Ja, das ist, oh naja, das kennen wir ja inzwischen durch, ne? Gut, jetzt geht's mal wieder. Jetzt geht's wieder. Es geht wieder. Also Gallimimus müssen wir mit 2-3 Leuten ran. Aber nee, nicht unbedingt. Hallo? Wie machen das denn die Leute, die alleine streamen? Wir haben auch keine 2-3 Leute, oder? Aber wir haben ja, das ja. Wir locken den vielleicht in eine Falle. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Hm? Aber auf der anderen Seite lief doch gerade auch noch ein Gallimimus, oder? Ob ich hier wo runterspringen kann? Springen kannst du auf jeden Fall. Ich weiß nicht wo, aber ich sag einfach mal, dass alles geht. Marcel, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Viel Spaß im Stream wünsche ich dir. Hi, Marcel. Hey, GT. Okay. Deadman. Jo, was los? Dein Schulterfreund, wie levelt man den am besten? Meinen Schulterfreund? Mhm. Den habe ich auf der Schulter sitzen. Kannst warum du das leveln? Die sind schon wieder gechillt. Ja, warum bist du... War das nicht so, dass wenn der was trägt auf deiner und dann auf deiner Schulter sitzt, dass das nur ein Zehntel oder nur die Hälfte ist am Gewicht? Ich glaube, das ist gefixt, meine ich. Es war mal, also ich meine, es war so, glaube ich, sogar eine Zeit lang Losty Hilfe oder Komo, dass das gar nicht gezählt hat, oder? Ja, zu Anfang hat es gar nicht gezählt, der konntest du vollpacken und dann weiter, aber Losty, warum hast du eigentlich schon eine Armbrust? Weil ich eine hab. Weil er es kann. Hast du keine oder wie? Natürlich hast du eine. Doch, natürlich. Nein. Du hast gerade gesagt am Tisch, du hättest eine. Stimmt, vorhin hast du gesagt, du hast eine. Nach einem Bogen habt ihr gefragt. Nein, nach einer Armbrust haben wir gefragt. Ja. Und da habe ich gesagt, ich habe eine mehr gemacht und weil du gesagt hättest, du hast schon eine, habe ich die dann, Ist aber keine mehr. Gut, dann kriegst du gleich eine von mir. Ich habe 2. So, schlaf gut. Der ist doch auch stinkig auf mich, oder? Der hat sich bloß, glaube ich, festgemacht. Kann das sein? Ja, da sicher. So, wollen wir noch 2 Trikes dazu haben? Ich habe gerade mal 2 gelegt. Was haben wir denn an Trike überhaupt? 52er haben wir. Liegt. Also hier ist ein 9er, okay. 9er ist ziemlich klein. Was haben wir denn hier?
Auch ein Neuner. Ach komm, die lassen wir wieder wach werden. Die sind wirklich zu klein. Ich habe gedacht, dass die größer sind. Na egal. Das lohnt sich jetzt nicht. Es lohnt nicht. Was bist du denn für ein? Aber warte mal. Was ist denn das für ein Geschlecht? Was sag du da liegen gleich. Hast? Ich bin gerade im Haus gewesen. Okay, Horny ist ein Mail. Das hier ist ein Mail. Mail, dann brauchen wir definitiv noch ein Female. Aber das sollte dann natürlich auch von der vom Level her nicht so klein sein, oder? Nee, der hat 53 und bekommt ca. 15 Level dazu. Also ich denke mal effektiv noch 13 Level dazu. Okay, dann ist der natürlich schon eine Hausnummer. Dann, ja, dann sollten wir mal zusehen, dass wir dann vielleicht auch ein hochleveliges Female bekommen. Ich glaube, die beiden hier, das waren. Da. Usain Bolt. Usain Bolt, ja, genau. Gallimimus Usain Bolt. Ja, geile Idee. Sehr geile Idee. Okay, das hier ist auch ein Mail. Das wäre jetzt. Mitran schlägt Ofen, die Taming-Kammer vor. Ich weiß nicht, habt ihr das schon gesehen? Die Taming-Kammer? Was ist denn die Taming-Kammer? Ihr müsst euch eine Taming-Kammer machen, damit ihr die wilden Tiere in einen Raum einschließt und damit Pfeilen abschießen könnt. Mit einem größeren Vogel könnt ihr die dann da rein droppen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kann man machen. Das, so haben wir es ja auch auf dem, auf unserem PvE-Server. Da haben wir es ja eigentlich genauso. Wenn wir da jetzt auch noch wieder was anpicken könnten und droppen könnten, dann wäre das ja in Ordnung. Das klappt aber ja leider im Moment bei uns nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Das hat Komo vorhin schon erklärt. Was, warum das nicht klappt? Ja. Warum klappt das dann bitte nicht? Flotter Otto. Wieso klappt das denn jetzt nicht mit dem Greifen, ja, Chromo? Dann habe ich das jetzt gerade nicht. Dann war ich da etwas abwesend. Jetzt ist Chromo abwesend. Was? Mir wurde gerade gesagt, sorry, dass ich bin hier gerade am Modden. Mir wurde gerade gesagt, dass du erklärt hättest, warum das nicht funktioniert mit dem Droppen, ja. Michael Skiller, so, ja, moin moin, willkommen. Ich weiß ja nicht, ob das auf dem Center auch aus ist. Hat er schon mal probiert? Einen Dodo oder kein... sowas zu greifen? Ich kriege hier nichts gegriffen. Okay, ja, das ist, wir wollen dann noch was ausprobieren und wenn das alles so klappt, wie wir das haben wollen, dann werden wir das auch wieder aktivieren. Also wir haben das momentan nicht aktiviert, deshalb geht's nicht. Okay, gut. Hey ho, Michael's Killer. Moin. Was meinst du jetzt, was eine Mod ist? MC Google. Einiges an Mods drauf. Wir haben einiges an Mod drauf. Ausrufezeichen, Mods. Und du hast, warte mal kurz, ich, ich mach schon. Okay. Da fehlt also das, noch was. Das gilt sowohl für den, für den Valhalla-Server, den wir haben, wie auch für diesen hier. Sind ja eigentlich die gleichen Mods drauf, ne? Ja. Bla, ich beantworte einfach mal deine Frage. Also, wir schauen uns das mit den Challenges, schauen wir uns alles nochmal in Ruhe an. Und dann kündigen wir an, wenn wir das machen. Also werden wir heute wohl eher nicht Verstecken spielen. Genau, also wie gesagt, das mit den Challenges ist eine geile Idee und wir freuen uns auch über jeden Vorschlag, den wir dafür bekommen, aber es ist Fakt, dass wir den vorher ankündigen werden und nicht einfach so blindlingslos während des Streams irgendwo eine Challenge machen, weil wir halt eben uns auch etwas vornehmen für den Stream und das soll dann natürlich auch stattfinden. Und dementsprechend werden wir das vorher ankündigen. Ja, vielen Dank, Michael Skiller, vielen, vielen Dank. Der jo, danke. Tisch... vor dem du gerade gestanden hast. Ich glaube, er meint das vom Jurassic Ark. Ah, genau, das ist die Jurassic Ark Mod, ist das.
Da kannst du, ich weiß nicht, Jurassic Park hast du mit Sicherheit auch gesehen. Da kannst du dann dieses legendäre Tor, wo die ganz am Anfang durchgefahren sind im ersten Teil, das kannst du da so nahezu original nachbauen. Und halt eben auch diese Elektrozäune, die es gab in Jurassic Park. Die ganze Mod nennt sich Jurassic Ark. 1, 2. Die Mod ist hier drauf, Muscle. Ja, die Mod ist auf dem Center. Da haben wir die Mod draufgepackt, erstmal so ein bisschen, um zu testen, wie die so funktioniert. Und ja, da könntest du die eigentlich auch mal testen, weil du wolltest ja den Jurassic Park bauen. Und ja, warum nicht? Dann versuch das, mach das. Also wir werden nachher mal einmal ein Tor aufstellen und werden mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Wie cremig das ausschaut. Also hier, das Tor. Das werden wir nachher mal ausprobieren. Ich muss mal schauen. Du solltest anfangen umzubauen. Ja, ich fang an umzubauen. Mach ich. Mach ich jetzt. Hatte ich die ganze Zeit schon vor. So, Stein. Da war ich ja eng geblieben, ne? So. Holz brauchen wir auch. Stein haben wir hier, glaube ich, auch noch drin, oder? Ein bisschen Fetch dazu. So. Okay. Dann schauen wir mal. Dann fangen wir zuerst mal mit dem Foundation an. SKFO 13. Hallo, grüß dich. SKFO 13. Moin moin, willkommen. Was auch immer das bedeutet, diese Abkürzung, aber Skfo. Herzlich willkommen. Skfo. Gesundheit. Skfo. Ich hoffe, das wird besser. Ja, ist nur Spaß. Alles gut, ja. Also selbst wenn wir darüber mal so ein paar Scherze machen, dann muss sich keiner verarscht fühlen. Das einfach bist du nur. Auch auf YouTube? Ja, Link. Isst du da auch? Ich esse da nicht, aber wir sind auch so auf YouTube. Und in den Infos. In den Infos kannst du schauen, da ist der Link. Da sind wir auch auf YouTube, ja. Jo. Also, kleine Info schon mal zwischendurch. 3D-Modell für den Fabricator ist ändert. Was ist der? Es gibt einen neuen Fabricator. Gibt einen neuen Fabricator. Kein Problem. Also der wird einfach durch den anderen ersetzt. Kein Problem, Michael. Aber der sieht jetzt anders aus. Michael, das haben wir uns schon gedacht, sollte nur witzig sein. Ja, Deadman. Denk ja mal, dass du Spaß verstehst. Ja, natürlich. sonst würde er den Stream nicht schauen. Sonst wäre er nicht bei uns. Genau. Ja. Aber bist hier richtig, also du kannst bleiben. Oh. Das ist ja nett, Deadman. Ja. Er ist immer so nett, unser Deadman. Also wir brauchen gleich definitiv Stein. Weil... Ja, das gefällt mir doch. Stein. Okay, so, den Fußboden habe ich schon ausgetauscht. Och, nee, das war jetzt doof. Was denn? Wir waren Schulterfreund und ich wollte einen tamen für dich, Losty. Für mich? Hab den angeschossen. Das ist aber lieb. Kurz bevor er lag, hat mein Schulterdigger weggeknabbert. Wer von uns war denn gestern an deiner Base auf Valhalla, PvE? Wir haben gestern gar nicht gestreamt. Nee, wir haben nicht gestreamt. Ich war gestern online. Ja, aber ich war, glaube ich, nicht bei Gimbal an der Base. Gimbal, das war ich, Deadman und Pauli. Achso, ihr wart da. Was habt ihr denn da gemacht, Freunde? Was habt ihr denn da gemacht? Uns umgeguckt. Ja. Und Gimbel hat ein richtig geiles Häuschen hingesetzt. Und er sagt, ja, das ist noch nicht fertig und das ist auch nur ein Lagerhaus. Er baut übrigens unter der fliegenden Insel. Okay. Und möchte da eine kleine Stadt errichten. Mit Hafen etc. Allem drum und dran. Ja, Gimbel, dann und werden wie gesagt, wir das... Haus, das schaut schon sehr geil aus. Dann werden wir super das... geniales Dach übrigens. Dann werden wir das beim nächsten Mal, werden wir das auf jeden Fall uns anschauen.
Das ist ja wohl klar. Also schön durchgewischt und sauber geputzt, dann gucken wir uns das an. Dann bist du dann live im Stream. Mit deinem Haus. Auf jeden Fall. Hat sich einiges getan. Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Dementsprechend beim nächsten Mal kannst du dich drauf gefasst machen. Klopf ich an deine Tür. Beim nächsten Mal Valhalla klopf ich an deine Tür. Aber jetzt klopf ich erstmal auf Stein. Dodo-Kibbel? Dodo-Kibbel? Nee, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Soweit sind wir dann auch noch nicht. Also. So, ich suche jetzt erst noch mal ein paar Steine. Also, der männliche Trike ist gleich fertig. Alles Metall weg. Alles Metall weg, höre ich bloß in-game. Alles Metall weg? Achso, er war gerade hier in der Dingshöhle, Waldfee, denke ich mal. Oder ist das Waldfee? Ich glaube, das ist Waldfee, ja. Ich glaube, das ist Waldfee gewesen. Ja, Waldfee! Level 61. Junge! Junge, wie lange spielst du schon wieder hier? Charakter-Download ist aktiv. Was gibt's denn? Charakter-Download ist aktiv, okay? Ach, cheaten tut er dann auch noch. Nein, das ist ja kein Cheaten. Nein, das ist ja vollkommen real. Das, ich muss jetzt meine Hacke erstmal hier. Ich bräuchte jetzt meinen Namen für einen männlichen Trike. Männliches Trike, genau. Wir und hat vier Beine, sonst hätte man auch Trike nutzen können. Wir sind auf YouTube seit letztem Jahr im November? Ja, November, glaube ich, war das. Ja. Oktober. Oder Oktober. Ja, Ende Oktober, genau, meine ich. Und auf Twitch seit Ende Januar. Okay. Anfang Februar. Im Januar haben wir noch nicht gestreamt. Heißt, Autokorrektur ist jetzt als Namensvorschlag. Wir haben das erste Mal Anfang, erste Februarwoche, haben wir den ersten Stream. Heißt, Autokorrektur, was ist das für ein Name? Scheiß Autokorrektur, das hat sich interessant. Blöder Name. Was nennt man da so? Scheiß Autokorrektur. Aber wäre mal ein geiler Name, oder? Ja, wie heißt der denn? Ja, Scheiß Autokorrektur. Ach, blöd. Dickschädel. Dickschädel? Hans der Golf. Was? Hans der Golfer, ja geil. Hans der Golfer, das klingt aber, das ist geil, oder? Hans der Golfer. Das, Hans der Golfer. Hat was. Hans der Golfer heißt er jetzt. Hans der Golfer. So, ich habe jetzt nochmal Metall mitgebracht. Metallo, okay, sehr schön. Level 68 hat er. Level 68, oh, das ist gut. Das ist geil. Was, Hans der Golfer? Brauchen wir noch Mods? Mhm. Momentan sind wir gerade dabei, unsere Akrobaten-Mod, wie Komo ja halt eben, wo er gerade bei ist, weiter auszubauen. Achso, Moderatoren, genau, ja. Stimmt, die Mods gibt's ja auch noch. Ja. Dazu hatte ich schon mal gesagt, wenn das mit der Zuschauerzahl weiter nach oben geht und wir halt eben merken, dass es für uns schwierig wird, komplett drauf zu reagieren, werden wir danach fragen, wer gerne Mod werden würde und werden dann halt eben in einem TS-Gespräch die ganze Geschichte mal abklären. Momentan ist es so, brauchen wir noch keine, weil wir haben Schlapp hier als Moderatorin und zu viert schafft man das halt eben im Moment noch, unsere Zuschauer auf die Fragen der Zuschauer einzugehen. Für uns ist es wichtig, dass wir das halt eben auch künftig schaffen. Selbst wenn wir später 100, 150, vielleicht 200, 300 Zuschauer haben, wollen wir das schaffen, auf eure Fragen einzugehen und wollen euch nicht in der Luft hängen lassen. So, dass es dann auch immer heißt, okay, wir reagieren auf nichts mehr. Das wollen wir nicht. Und dementsprechend werden wir dann mit Sicherheit den einen oder anderen Mod dazu brauchen. Wir kommen da dann auch auf die Community zurück, vor allen Dingen auf die, die halt eben von Anfang an schon dabei waren, die uns kennen. Ne? Das werden wir aber früh genug bekannt geben. Aber es liegt halt ganz an euch, also empfehlt uns weiter, dass mehr Leute uns zuschauen, dementsprechend brauchen wir schneller noch einen Moderator. Kann man auch bei euch mit Paysafe-Karte spenden? Komo, ich weiß nicht, das hast du eingerichtet? Also Spenden ist direkt erstmal nur leider über PayPal. Das Einzige, was mir wirklich einfallen würde, ist, dass du uns den Code per Whisper zuschickst, wenn du mit Safe-Karte spenden willst. Eine aber ansonsten ist bislang... Hätte ich sonst leider nicht. Noch nicht. Wir können uns aber da mal
Ich glaube, da wollten wir uns nochmal drum kümmern, dass wir da mal irgendwie schauen, dass mehrere. Also ich hatte da schon mal geschaut. Aber das ist sehr schwierig. Paysafe ist halt so ein ja, wirklich Bezahlsystem. Mhm. Und die sagen dann nicht, dass sowas auch öfter mal geht. So. Jetzt wird's allmählich wieder was mit den. Den Stein. Wie viel Metall insgesamt brauchst du? Willst du nur das Tor bauen oder willst du mehr bauen? Nee, erstmal nur das Tor. Wie viel brauchtest du? Ja, über 1000, meine ich, glaube. Hast du schon was rausgenommen aus dem Ofen? Nee, habe ich noch nicht. Ich muss gleich mal eben kurz schauen. Erst 69 durch. Können wir noch einen Ofen bauen? Lustig. Ja, können wir, glaube ich, oder? Weil wir haben jetzt 1700 Metall im Ofen und es sind gerade mal 70 fertige Eisenbahnen. So, Eisenbahn? Eisenbahn. Eisenbahn? Bim, 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 bim. Du und deine Eisenbahnen? Ja. So, Hans der Golfer, da steht er doch. Hans der Jofer. Ja, ich hab mal eure Vögel umgeparkt. Losty, du wolltest mir die Armbrust geben. Ah ja, genau. Bin ich im Smith? Ja, der Server ist auch öffentlich, genau, Dani. Nee. Kannst du drauf. Ach komm, was soll's. Liegt gleich im Smithy. Ja, Südtirol, schon mal gehört, ja. Da kommen die Kastelrote Spatzen her. So, also ich brauche 1000 Metal Ingot für den Rahmen. Also für die Frame. 20 Wood für die. Ja, das ist ja Pipifax. Und 50 nochmal für. 50 Metal Ingot nochmal für das Tor. So, ich flieg mal weg. Gurkenwasser. Wieso fliegst du weg einfach so? Weil ich Metall hole. Achso, das machst du dann einfach so, ja? Das ist mein kreativer Name. Lord Gurkenwasser. Gurkenwasser? Doch. Eidelux, wie kommst du da drauf? Eidelux klingt so, als wenn du schwanger bist und irgendwie fehlt nur die Schokolade dazu. Ich spring mal zum Eisbier und ich guck mich da mal um. Oder anders gefragt, welche Medikamente hast du schon genommen, dass du auf sowas kommst? Wieso mag er sich jetzt hier nicht auf den Boden stellen? Oh, gleich ein Airdrop hier, das ist doch schick. Ein Airdrop? Airdrop. Und mit einer Ausrüstung, das ist doch noch besser. Was denn für eine Ausrüstung? Eine Hide. Eine komplette Hide-Ausrüstung ist da drin. Okay. Hat der Fauli wieder Glück, ne? Ja. Das ist typisch. Oh, hier ist auch gleich Metall. Ah, ich gehe mal ein bisschen Metall klopfen. So, das sieht doch schon mal nach was aus hier. So. So, das haben wir auch. Das haben wir auch. Jetzt muss ich hier die kleinen Ecken noch machen, ne? Hier sind nur minus 6 Grad. Wer kommen will, kann kommen. Ey, wenn du das so sagst, dann skill ich mich mal wieder auf Fortitude. Auf jeden Fall, weil das ist dann doch ein wenig angenehmer. Gewicht und Fortitude. Hm? Gewicht und Fortitude. Ja, ist wichtig. Ist wichtig.
Brauchen wir noch Namen?